Danke für die Einladung, danke für die schöne Vorstellung. Ich komme gleich zu meiner Präsentation. Okay. Das Thema ist Lehrkonzepte und Anwendungsbeispiele für den Einsatz von KI-Technologien. Technologien im Fremdsprachenunterricht. Ich werde heute darüber sprechen. Der erste Punkt, das ist der Stand der Dinge, aber das werde ich jetzt überspringen, denn wir haben schon viel gehört darüber an den zwei Tagen. Die theoretischen Begriffe Distanzierung, Scalable Reading, an die sich meine Untersuchung anlehnt. Und im dritten Teil werde ich das Unterrichtsprojekt präsentieren, das ich mit meiner Klasse durchgeführt habe. Ich habe Voyant Tools als Werkzeug benutzt. Vielleicht kennen die meisten von Ihnen schon das Tool. Und anschließend werde ich über die Ergebnisse reflektieren. Wir haben schon viel über die Definition von künstlicher Intelligenz gehört und auch über den Stand der Dinge in der Bildung. Ich würde nur eine Bemerkung hinzufügen. In meiner langjährigen Erfahrung als Lehrerin habe ich bemerkt, dass das Interesse an Geisteswissenschaften schwindet. Parallel dazu vermehren sich die Initiativen zur Förderung von MINT-Fächern. Vielleicht, das stelle ich jetzt auch als Frage, könnte den Einsatz von KI-Technologien zum Verständnis literarischer Texte auch dabei unterstützen, den Abstand zwischen den Disziplinen zu reduzieren. Und dann gehe ich gleich zu der Definition von Distant Reading. Der Literaturwissenschaftler Franco Moretti versucht eben die quantitative Methode der Natur- und Sozialwissenschaften mit der Methode der Literaturwissenschaft zu kombinieren und sein Verfahren bezeichnet er als Distant Reading. Distant Reading ist ein Lesen aus der Entfernung. Es besteht darin, größere Textmengen in Betracht zu ziehen und im Vergleich zu Close Reading. Close Reading ist ein intensiviertes Lesen, dass er sich auf einzelne Texte konzentriert. Er gibt auch konkrete Anweisungen für seine Methode. Zuallererst eine konkrete und gezielte Fragestellung, die darauf abzielt, Kriterien für das Sammeln von Daten festzulegen. Vielfalt der Forschungsquelle, um die Zuverlässigkeit der Daten sicherzustellen. Vielfältigkeit der Methode, von der quantitativen Beobachtung bis hin zum morphologischen Denken. Und das muss ein bisschen genauer erklärt werden. Der Literaturwissenschaftler ist sich dessen bewusst, dass eine erfolgreiche Methode sich nicht nur auf die quantitative Beobachtung beschränken kann und deswegen versucht er auch die quantitative Beobachtung mit der formalen Analyse zu verbinden. Ich zitiere, die quantitative Herangehensweise fördert also die Probleme ans Tageslicht, der Weg über die Form führt zu ihrer Lösung. Das heißt, eine Technik schließt die andere jetzt nicht aus. Die zwei Methoden können auch zusammenarbeiten und so kommt man zu dem Begriff von Scalable Reading. Scalable Reading ist eine Kombination von Distant Reading und Close Reading. Zur Erklärung seiner Definition, der Altphilologe Martin Müller
bezieht sich auf die App Google Earth. Mit Google Earth können wir eine Ortschaft aus verschiedenen Entfernungen betrachten. Dabei werden einige Details vorgehoben, andere werden zum Beispiel verloren gehen. Um die Diskussion über Distant Reading abzuschließen, würde ich kurz auf die Vorteile dieser Methode hinweisen. Zuallererst der franco-moretische Wissenschaftler gibt operative Anweisungen, die konkret anwendbar sind, auch in der Schule zum Beispiel. Man nimmt da eine Einheit und diese Einheit kann ein Erzählmittel sein, kann auch ein sprachliches Element sein. Man beobachtet die Frequenzen dieses Elements im Text, man sucht die Beziehungen zwischen den verschiedenen Elementen, man veranschaulicht sie in durch grafische Darstellungen. Und eben darin besteht der zweite Vorteil der Methode. Die grafischen Darstellungen sind auch für Schülerinnen und Schüler intuitiv verständlich. Und man kann die Erfassung des Forschungsobjekts erleichtern. Ein weiterer Vorteil wäre die Selbstständigkeit des Lernprozesses, die Zentralität der Schülerinnen und Schüler. Der Lehrende dient hier nur als eine Coaching-Funktion. Die Schülerinnen und Schüler können den Text aus verschiedenen Perspektiven betrachten, je nach dem Tool, das sie benutzen wollen und möchten, oder je nach dem Angabenparameter, die sie eingeben. Und aus diesem Grund ist diese Methode auch in die Schulpraxis anwendbar. Die Frage ist, wie und welche digitalen Mittel weisen sich für den Literatur- und Fremdsprachenunterricht als geeignet und wie kann man digitale Tools produktiv einsetzen. Ich habe, wie schon gesagt, mit Voyant-Tools gearbeitet und Voyant-Tools ist ein webbasiertes Tool. Man kann es online frei benutzen oder auf dem eigenen Rechner installieren. Hat verschiedene Funktionen, das kleine Fenster zeigt die verschiedenen Tools, die zur Verfügung stehen. Das Viereck sind die Exportfunktionen, man kann die Dateien exportieren und andere Dateien hinzufügen. Und der kleine Kreis, das sind die Language Options. Schülerinnen und Schüler können ihre Sprache wählen. In meinem Fall habe ich sie Englisch gelernt, weil sie Englisch schon in der Schule gelernt habe. Und auch eine Stoffwörterliste zusammenstellen, da werden die Funktionswörter ausgeklammert, die für die Textanalyse nicht von Bedeutung sind. Andere Funktionen sind zum Beispiel Scale, damit können die Schüler, das zeige ich jetzt gleich, die Schüler auch bestimmen, mit welcher Datei sie arbeiten möchten. Sie bilden, in meinem Fall haben die Schüler selbst das Korpus aufgebaut. Sie wurde natürlich darauf hingewiesen, die Dateien aus der Webseite von Gutenberg Projekt-D runtergeladen und das Standard-Interface sieht jetzt so aus. Das Korpus besteht aus dem ersten Kapitel von Archibris, dem letzten Kapitel und aus dem ganzen Korpus. Also den Roman, den Sie in Betracht ziehen, für die Textanalyse ist der Roman Echebrist, der zum Kanon der Schullektüre gehört.
zumindest für die Abiturprüfungen bei uns. Das ist also die Funktionsskala, mit der Sie wählen können, mit welcher Datei Sie arbeiten möchten. Komme ich zurück und beschreibe kurz das Lehrszenario. Thema der umfassenden Unterrichtseinheit ist die Frauenrolle im Spiegel der deutschen Literatur. Thema der beschriebenen Unterrichtsstunden ist das Mutter-Tochter-Verhältnis im Roman Ephibris. Zielgruppe ist meine Klasse, 27 Schüler der gymnasialen Oberstufe. Sie lernen Deutsch als fremde Sprache, Sprachniveau A2 bis B1. Lernziele sind Texte, ausgewählte Fragestellungen mit Hilfe von Voyant-Tools interpretieren, wesentliche Figuren, Merkmale nennen, Entwicklung der Figuren in Bezug auf ihr Verhältnis beschreiben, Sprachfertigkeiten üben, über Voyant-Tools kritisch reflektieren. In der Einstiegphase kann der Lehrende kurz die Funktionen des Tools wiederholen. Das Tool lässt sich ziemlich einfach benutzen. Eine Stunde normalerweise reicht, um die Schülerinnen und Schüler in das Tool einzuführen. Und das Ziel der Stunde wird benannt, nämlich ein Arbeitsblatt mit Hilfe von Voyant-Tools erarbeiten. Als Einstieg kann man mit der Wortwolke arbeiten. Da können die Schüler entweder ihre Kenntnisse auffrischen, falls sie den Roman schon gelesen haben, aber das ist im Sinne von Distant Reading nicht nötig, denn Distant Reading setzt ein detailliertes Lesen nicht voraus. In diesem Fall sollten aber die Fragestellungen anders aussehen. Zum Beispiel könnte sie ihre Vermutungen äußern über die Figuren und über die Rolle der Figuren im Roman. Das regt Erwartungen und motiviert Schülerinnen und Schüler zum Lesen. Dann, nach dieser kurzen Einstiegphase, bekommen die Schülerinnen und Schüler das Arbeitsblatt mit der Beschreibung der Aufgaben. Die erste Aufgabe besteht im Erstellen von Zirrus und daraus sollten die Schüler Merkmale zu den anderen Personen, zu Themen, Motiven, zu der Sprache ableiten. Und das ist ein Beispiel der ersten Aufgaben. Man kann gleich sehen, dass im ersten Kapitel das Verhältnis zwischen Mama und Effi eine größere Rolle spielt. In dem letzten Kapitel des Romans dagegen werden die Wörter Mama und in Städte der Baron, der Mann von Effi, immer kleiner. Dagegen aber wird das Wort Effi, das Wort Brister, der Familienname von Effi, am auffälligsten markiert. Das kann auch so gedeutet werden, dass Effi im ersten Kapitel unverheiratet ist, Fräulein. Und deswegen spielt die Mutter eine größere Rolle in ihrem Leben. Sie ist eigentlich immer das Kind des Hauses, die Tochter. Dann wird im Verlauf des Romans Effi immer selbstständiger, sowohl von der Mutter als auch von dem Mann. Und deswegen haben wir auch der Familienname von Effi am auffälligsten markiert. Die Schüler tauschen sich mündlich über ihre Ergebnisse und so üben sie fast automatisch die Sprachfertigkeiten. Natürlich mit den
mit den Schlussfolgerungen über die sprachlichen Merkmale haben sie mehrere Schwierigkeiten gehabt. Ich habe sie dabei unterstützen müssen. Was sie bemerken könnte zum Beispiel, war, dass die Seite der Verben im Präteritum war, aber die Bemerkungen, die sie machen könnte, waren ziemlich einfach. Das ist aber schon für mich ein Zeichen, dass ein Ziel erreicht wird. Sie konfrontieren sich mit sprachlichen Strukturen und sprachlichen Elemente im Allgemeinen. Die zweite Aufgabe besteht in der Betrachtung der Wörter im Zusammenhang. Die Schülerinnen und Schüler haben zwei bis drei Adjektive gewählt, die sich auf die Personen beziehen und nach ihrer Bedeutung im Zusammenhang gesucht. Das wird mit der Funktion Kontext gemacht. Und diese Funktion fokussiert auf ein Wort und zeigt dann die Ausdrücke, die Sätze, die diesem Wort vorangehen oder folgen. In diesem Fall haben die Schülerinnen und Schüler diese Eigenschaftswörter unterstrichen. Stürmisch, wild und leidenschaftlich zum Beispiel. Diese Adjektive werden gebraucht, um ein Verhalten zu beschreiben, um das kindliche Verhalten von Effi zu beschreiben. Für die Mutter haben sie andere Adjektive herausgefunden, die eher auf den Altersunterschied hinweisen. Aber ich gehe jetzt zu der dritten Aufgabe. Die dritte Aufgabe besteht in der Visualisierung der Beziehung zwischen Mutter und Tochter. Die Funktionen werden auch suggeriert, aber die meisten Schüler haben mit dem Wortbaum gearbeitet oder mit Frequenzdiagrammen. Diese Wortbaum zeigt zum Beispiel, dass Effi ihre Mutter liebt. Effi nahm die Hand der Mama und küsste sie. Und dass er sie ihrer Mutter anvertraut und sie spricht, das ist der nächste Satz, dann sie spricht über die Ängste, die sie vor der Heirat hat. Und das Frequenzdiagramm zeigt, dass das Verhältnis zwischen den beiden am Anfang ziemlich eng ist. Das geht aber im Verlauf des Romans weiter auseinander. In einer weiteren Unterrichtsstunde präsentieren die Schülerinnen und Schüler ihre Ergebnisse in Form einer per PowerPoint-Datei oder Prezi oder Pecha-Pucha, das sind Mini-PowerPoint. Sie haben dann nur 20 Sekunden zur Verfügung, um jede Folie zu präsentieren. Das ist auch eine Art Auswertung, die ich in großen Klassen oft benutze. Und das gilt sowohl als Auswertung als auch Ergebnissicherung. Um als Reflexion über die Ergebnisse haben die Schülerinnen und Schüler am Ende der Stunde einen Fragebogen bekommen und Fragen zu den Aktivitäten beantwortet. Der Fragebogen wurde mit Graphstadt erstellt. Das ist ein einfaches Programm, das den Schülern frei zur Verfügung steht. Es wurde eine Live-Interviews vorbereitet. Die Hauptindikatoren waren Nutzen von Medien, ausgebildete Kompetenzen und Motivation. Und man kann feststellen aus den Interviews, daran haben alle Schüler teilgenommen, also die 27 Schülerinnen und Schüler, dass sie die
dass der Computerbenutzer am meisten, um PowerPoint-Präsentationen zu machen. Das sagt wenig über die digitalen Kompetenzen der Schüler, nämlich sie beurteilen Kompetenzen in ihre Computerkenntnisse als nicht gut. Sie bewerten also aber positiv die Schulausstattung. Was nötig ist, eine gute Schulausstattung ist die Voraussetzung, wenn man mit der digitalen Mitteln in der Schule arbeiten möchte. Brillante Tools bewerten sie als einfach zu benutzen und auf die Frage, würdet ihr weiter mit dem Tool, Brillante Tool arbeiten, haben alle, also 100% haben geantwortet, ja. Über die Kompetenzen werde ich jetzt zum Schluss sprechen. Sie haben selber die Kompetenzen angegeben, die Sie Ihrer Erachtens nach ausgebildet haben. Am meisten ist die Fähigkeiten, die Kompetenzen zur Zusammenarbeit. Kompetenzen zur Zusammenarbeit, weil Sie in Computerraum waren und in kleinen Gruppen gearbeitet haben. Dann aber auch Fähigkeiten, Analysetechniken anzuwenden und Bedeutungen zu erschließen, was eigentlich das Ziel der Unterrichtsstunde war. Und aber auch weitere Fähigkeiten, wie zum Beispiel Speicher von Informationen, Bearbeitung von Grafiken und Tabellen und Texte, was zu einem erweiterten Begriff von Kompetenzen gehört, und das ist im Sinne vom New Literacy und Media Literacy. Wir haben heute schon gehört, dass eine neue Gestaltung der Bildungsarrangemente nötig wären, wenn wir mit künstlicher Intelligenz in der Schule arbeiten möchten. Und das wäre auch ein Schritt, den man berücksichtigen sollte. Welche Kompetenzen werden durch solche Aktivitäten beurteilt, mit welchen Mitteln? Und aber dazu brauchen wir vielleicht die Bewertung von digitalen Kompetenzen und neue Instrumente zur Bewertung, brauchen wir noch brauche ich zumindest einen anderen Beitrag. Und somit bin ich zu Ende gekommen, das ist die Tempoverzeichnung, und danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, ich werde. Ja, vielen Dank, Frau Gentin, für den Einblick in die Lehrpraxis in einer italienischen Schule. Gibt es dazu Fragen? Ja, Herr Heck. Gibt es jetzt eine Vergleichsstudie mit Daten, wo Schüler eben nicht das Tool genutzt haben? Nein, denn das ist dann nur eine, das wäre wünschenswert sozusagen, aber das war nur ein kleines Experiment, eine kleine Vorstudie, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat. Das muss noch vertieft werden, und das ist eben meine Absicht jetzt, in diesem Bereich Digitalität in der Schulpraxis weiter zu recherchieren. Das war sozusagen ein erster Schritt. Ich habe gesehen, dass meines Erachtens die Erfahrung insgesamt als positiv beurteilen worden ist. Deswegen kann man schon weiter forschen, zu sehen, welche Mittel geeignet sind, wie man kann man auch produktiver einsetzen, damit die Unterrichts auch interaktiver gestaltet wird. Ich nehme an, dass das auch die Motivation der Schülerinnen und Schüler also sehr steigert, diese Kombination mit der Anwendung von Digitalen. Ja, das haben Sie, wie gesagt, auf die Frage, würdet ihr weiter mit dem Tool arbeiten? Sie haben alle
geantwortet mit ja, 100%. Interessant wäre auch zu sehen, ob das auch zum Lesen motiviert, denn das wäre auch der, das Endziel sozusagen. Und ich hoffe ja, aber dafür braucht man doch eine Studie. Dass Sie zum Beispiel, also Sie haben eine Frage gestellt zum Text, FAQs, und dann konnten die Schüler eben das Tool nutzen, um diese zu beantworten. Ja. Und es gibt ja gerade jetzt in Bezug auf KI oder Systeme, gibt ja die Frage, inwieweit gehen Systeme Dinge vor? Und da finde ich es interessant, ne, wenn Sie zum Beispiel eine Frage stellen haben, wie, was weiß ich, suchen Sie Adjektive raus, FAQs. Ja, würde man klassischerweise im Buch eben plätschern und würde dann die Seiten raussuchen und könnte mal gucken, dass jetzt gerade eine relevante Textstelle ist. Das Tool erledigt ja sozusagen, macht jetzt sozusagen Vorarbeit. Und da stellt sich ja die Frage, also wie viel Vorarbeit darf es leisten und wie viel nicht, damit der Lernprozess eben immer noch da ist. Und das finde ich ganz spannend, wenn man das mal wirklich testet und dann Vergleichsstudien vielleicht machen würde. Das stimmt ja. Ja, vieles, was man mit digitalen Mitteln gemacht wird, kann man auch natürlich ohne machen. Das hat auch Bertram heute gezeigt. Aber das Problem ist, wird das besser, die Frage ist, wird das besser gemacht oder nicht so gemacht. Wir haben schon gesehen, die Motivation steigt, wenn man mit den Schülerinnen und Schülern digitale Mittel benutzt. Und da geht auch natürlich viel schneller als im Roman durchblättern. Sie können eventuell nachher den Text detailliert lesen, aber das ist schon gute Ziele sind da schon erreicht worden hier. Schüler haben sich mit der sprachlichen Strukturen konfrontiert, das könnte man auch als Close-Reading bezeichnen eventuell. Da haben sich auch mündlich ausgetauscht über die verschiedenen Ergebnisse. Da haben sie über die Personen und die ihre Rolle im Roman was gelernt. Die selbst evaluierten Ergebnisse, die die Schüler dann sozusagen sich selbst arbeiten, wird dann in einem Feedbackgespräch diskutiert, weil wir auch die Wahrnehmung des Selbsterlernung oft unterscheidet von dem sozusagen objektiv. Ja, das habe ich noch kurz angedeutet, dass die Evaluation erfolgt anhand von der Gruppenpräsentation in Form von PowerPoint-Dateien meistens. Und da bekommen wir alle ein Evaluationsraster und das die Schüler werden anhand des Evaluationsrasters bewertet. Das mache ich normalerweise so, aber es gibt natürlich verschiedene Evaluierungsmethoden, da gibt es nicht nur eine. Offenbar gibt es jetzt keine Fragen mehr. Vielen Dank nochmal, Frau Gänzen. Ich danke Ihnen auch. Danke.